Hallo zusammen, da sind wir wieder im Flight Simulator und nicht in DCS, auch wenn es danach aussieht. Denn das neue Sim-Update ist rausgekommen, Sim-Update Nummer 7, glaube ich. Und ich dachte, wir schauen uns einfach mal gemeinsam die neuen Flugzeuge an, die da mitgekommen sind. Das Flugzeug, was mich von denen am meisten interessiert, ist die Boeing FA-18. Sie wussten anscheinend selber nicht, ob es eine E- oder eine F-Variante ist. Super Hornet. Das Vorgängermodell davon, die normale Hornet, die nicht so super ist anscheinend. Die ist ein bisschen kleiner und nicht ganz so modern, fliege ich in DCS World häufiger mal. Deswegen dachte ich mir, schauen wir uns doch einfach mal die Super Hornet im Flight Simulator als erstes an. Aber wir werden auch noch einen kurzen Blick auf die ganzen anderen Flieger werfen, die dazugekommen sind. So, um mal einen vernünftigen Vergleich zu haben, sind wir heute nämlich genau hier, wo wir, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht mitbekommen habt, ich bin in letzter Zeit öfters mit der A10 in der Kampagne Persian Freedom unterwegs und da starten wir immer hier von Al-Minhad, zumindest in den letzten Missionen immer. Und das hier ist also in Dubai. Da hinten sieht man auch das Burj Khalifa. Da werden wir gleich mal vorbeifliegen und Hallo sagen. Aber gucken wir uns erstmal das Cockpit an. Auf den ersten Blick. Ja, das ist eine Hornet. Aber auch nur auf den ersten Blick, glaube ich. Die Displays hier, das hier ist neu. Das ist noch eine analoge Anzeige in der normalen Hornet, ist aber tatsächlich so in der Super Hornet, das habe ich schon gesehen. Na, gucken wir mal, Batterie. Jo. Oha. Ach ja, stimmt, hier ist auch mittlerweile ein Display mit Touch anstatt die klassischen Knöpfe. Okay. Kann ich hier. Ein Attack Radar. Mein HUD kann ich hier spiegeln. Okay, es ist der gleiche Button, um umzuschalten. Das ist doch schon mal nett. Okay. Also es geht schon ein bisschen was. Ich meine, die ganzen Knöpfe sind alle nicht implemented, weil man keine Waffen und keine Feinde hat. Oh, die Situational Awareness hätten sie aber machen können. Dann gibt es hier auch nichts zu gucken. XXX-Display, Harm-Display haben wir alles nicht. Ich glaube, die Sachen würden auch nicht angezeigt werden. Ein Targeting-Pod haben wir leider auch nicht. Was haben wir hier noch Feines? Alles not implemented. HMD haben wir auch nicht. Wir können auch nicht mal den Schalter drehen. Das ist halt nicht vollständig klickbar. Das hier ist auch alles nur Deko. Oh, wir haben einen Haken. Haben wir einen Haken? Naja. Wir können ihn zumindest drücken. Es passiert nur leider auch nichts. Oh, wir können so Flügel einklappen, das ist doch schon mal nett. Was haben wir hier noch? Die Generators. Tütütüt. Diverse Lichter, die sind auch schon teilweise an, wie ich sehe. Was haben wir noch? Den Nachtmodus können wir einschalten. Das Panel kenne ich nicht, das sieht seltsam aus. Wir haben unseren Targeting-Pod, der ist auch schon an anscheinend. Das ist sehr schön. Unser Radar ist aus. Und das Alignment brauchen wir auch nicht. Gucken wir kurz auf die andere Seite. Sauerstoff geht nicht. Okay. Trimmung. Oh, der Reset-Button funktioniert. Das ist schon mal gut. Genau, jetzt würden wir die APU starten. Der Schalter müsste eigentlich hier sein. Zumindest. HSI funktioniert, das ist schon mal gut. Haben wir hier noch was Interessantes? Jo. Jo funktioniert. Apps funktioniert. Naja, zumindest ein bisschen was haben wir, ne? Dann machen wir einfach mal die Fuel-Seite auf.
Achso, und hierüber kann ich auch meinen Funk anscheinend wechseln. 1, 2, 2. Decimal tippe ich wahrscheinlich nicht. 8-0. Ah, funktioniert. Radar Altitude kann ich setzen. Die anderen Knöpfe kenne ich mich nicht so aus. Tarkan könnte ich wahrscheinlich sowas setzen wie 47 X-Ray. Wird aber wahrscheinlich auch nicht funktionieren. ILS. Data Link und so geht auch alles nicht. Hier unten. Und zwischen Tag und Nacht kann ich nicht umschalten, was das Heads-Up-Display angeht. Ich habe aber einen Knopf, der unfassbar langsam dreht. Um die Helligkeit einzustellen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er was tut. Den Steuerknüppel kann ich ausblenden, das ist nett. Hier unten die Jammer und so. Hier mein AWR-Krams ist wahrscheinlich hier jetzt mit drin. Ja, und ansonsten kann ich hier noch was. Waypoints gibt es nicht. Aber der Zoom funktioniert, das ist doch schon mal nett. Okay, ja, also ja, es ist das Wichtigste funktioniert anscheinend. Dann starten wir mal das rechte Triebwerk. Okay, gibt es keine. Nö, es gibt kein Detent oder so. Ich meine, von außen sieht das Ding doch schon mal ganz nett aus. Das steht doch auch dran, dass es die E-Variante ist. Ich glaube, die E-Variante ist das ist der Einsitzer und die F die Zweisitzer-Variante, aber ich bin mir gerade nicht sicher tatsächlich. Und hier auch sogar die Inlets sehen. Ja, aber bewegen sich nicht. Naja, gut. Okay, ich muss auch kein Gas geben. Anscheinend ist das Triebwerk angegangen. Nehme ich mal so hin. Ja, also wie gesagt. Ist nicht zu vergleichen mit DCS. Also das Cockpit habe ich sofort wiedererkannt. Das sieht auch ganz nett aus. Aber es ist halt alles, fast alles ist nicht klickbar, weil es eben keinen Sinn macht im Flight Simulator. Nicht mal der Master Arm, das wäre ja ganz witzig gewesen. Aber ich vermute, zum Rumfliegen reicht's. Mal warten noch kurz, dass das zweite Triebwerk anläuft. So, ich denke, einen Nose-Wheel-Steering-Knopf wird es nicht geben. Mit den Klappen. Klappen haben wir. Aber auch nur eine Stufe, wie es aussieht. Na gut, so, Triebwerke laufen. Dann können wir. Unser APU ist schon aus. Auch gut. Also von allein ausgegangen, wie das sein sollte. Parking Brake. Jawohl. Und wir rollen. Sieht hier tatsächlich auf den ersten Blick genauso aus wie in DCS, nur dass in DCS die Kreise rund sind, wo die Fahrzeuge parken können. Ich habe hier auch kein Afterburner-Gate, deswegen muss ich nachher mal gucken, wie viel Schub ich geben kann, bevor es in den Nachbrenner geht.
glaube, das hat es auch nur die Basisvariante, also Waypoint-Informationen und sowas. Gibt es anscheinend auch alles nicht. Naja, es gibt ja auch keine Waypoints. So, hier ist die Haltelinie, die tatsächlich so aussieht. Da sind sich DCS und der Flight Simulator einig. Ich finde die immer zu schmal irgendwie. Aber gut. Scheint wohl richtig zu sein. Dann gehen wir mal Vollschub. Oha. Oha, ich mach nichts. Meine Trimmung so. Oha. Oh. Okay. Das Ding. Was macht es? Mal das Fahrwerk ein. Okay, das ist ja echt enttäuschend. Das ist also extrem empfindlich. In jeder Hinsicht, mindestens gerade. Und es fliegt sich. Puh. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Ja, es fliegt und ja, es hat wohl auch das automatische Trim drin. Also ich brauche nicht selber nachtrimmen. Mindestens jetzt nicht, nachdem ich in der Luft bin. Aber es fühlt sich irgendwie seltsam an. Und es gibt keinen Nachbrenner, kann das sein? Vollschub? Was ist das? Das ist doch kein Kampfjet. Oh, Microsoft. Das ist ja mal. Also ich Geschwindigkeit kriege ich wohl ordentlich drauf. Aber mit einer Hornet hat das hier gerade nichts zu tun. Mal gucken, wie schnell wir werden können. So ganz ohne Waffen und alles sollten wir ja wenigstens irgendwie Mach 1,2 oder sowas erreichen können. Zumindest auf Höhe. Der Höhe hier nicht. Aber hier sehen wir mal das Dubai, das da muss ich sagen, im Flight Simulator doch schon deutlich hübscher aussieht. Kleiner Ruckler. Deutlich hübscher aussieht. Okay, wir haben wenigstens hübsche Soundeffekte, wenn wir eine harte Kurve fliegen. Dann steigen wir doch einfach mal ein bisschen. Ja, also das Flugmodell kann ich nur als Arcade beschreiben. Also macht euch da keine großen Hoffnungen. Es funktioniert, wie ihr seht, grundlegend. Ich bin gerade super enttäuscht, dass der Sound so lahm ist. Mal gucken, was die Geschwindigkeit tut. Vielleicht bin ich auch nur zu doof und es gibt eine Nachbrennertaste. Aber ich wüsste nicht wo. Moment, ich gehe mal kurz in die Option suchen. So, neuer Versuch. Aha, wir haben doch einen Nachbrenner. Ich nehme alles zurück.
Gut, das klingt immer noch bescheiden. Dann gucken wir doch mal, wie schnell wir so werden können. Ah, Autopilot funktioniert auch. Grundlegend anscheinend. Würde ich mich halt fragen, wofür ich den hier brauche, wenn der Autotrim funktioniert. So, Mach 1,3 haben wir schon mal auf 25.000 Fuß. Mach 1,4 gleich. Immer zurück. Such grad meine G-Kraftanzeige irgendwo. Haben wir nicht. Achso, im Cockpit. Und im HUD. 2G. Gucken, ob wir 2G plus erreichen. Na, 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 na. Ja, danke, danke. Die besten Witze gibt es übrigens jedes Mal im Livestream. Wolltet ihr also nicht verpassen. So, genug der Eigenwerbung. Wir drehen mal ein bisschen kräftiger hier. Weil die Geschwindigkeit juckt das nicht. Auch wenn wir jetzt hier in der 5G-Kurve fliegen, halten wir die Geschwindigkeit. Hui. So, Mach 1,49 ist anscheinend Ende. Mach 1,5, okay. Und dann gehen wir mal noch ein bisschen höher, mal gucken. Welche Höhen wir uns da so aufschwingen können. Ich glaube, unser Treibstoff ist gleich leer. Ich glaube, wir haben nur noch 2500 Pfund, so wie es aussieht. Oh, 40.000 Fuß. Geschwindigkeit fällt rapide ab. 50.000 Fuß. Also so hoch war ich im Flight Simulator noch nicht. Oh. 56, 57. Und 60. Da ist Ende. Hui. Na dann. Ich glaube, das da unten ist auch Almin hat. Dann sind wir ja genau da, wo wir eigentlich hin wollten. Wenn wir gleich mal die Landung probieren. Wenn wir jetzt hier nicht in den Flatspin ausarten. Nee, tun wir nicht. Einmal kurz gegengelenkt. Läuft. Was ist das, das Almin hat, oder? Ich bin ein bisschen verwirrt. Welcher Flughafen ist jetzt hier der richtige? Nee, der hier. Der müsste es sein. Bisschen außerhalb.
Wir haben wieder Überschallgeschwindigkeit erreicht, ganz ohne Schub. So viele Flughäfen hier. Aber ich glaube, dass das unser. Immer noch ein bisschen hoch. Ich habe gerade auch leider keine Taste für die Speedbrake belegt, weil ich die üblicherweise nicht mal eben mit dem Joystick bedienen muss. Das heißt, wir bremsen einfach auf die klassische Art. So, 250 Knoten haben wir gleich. Dann Fahrwerk raus. Klappen raus. Okay, wir haben auch eine E-Bracket im HUD, dass wir den Angle of Attack theoretisch treffen. Bin mir nur nicht sicher, wie funktional sie ist. Angle of Attack Indicator hier, doch, der scheint auch zu funktionieren. Der ist nur nicht besonders hell, glaube ich, oder? Ja, funktioniert sogar auch. Okay, also das verhält sich tatsächlich wie in DCS, sogar ein bisschen zu gut, sozusagen. Der ist ganz schön stabil. Aber ja, Pitch eingestellt, getrimmt und jetzt wird nur noch mit Schub kontrolliert. Wir sinken halt trotzdem ein bisschen sehr schnell. Oh hey, hey. Das Fahrwerk ist ja für eine harte Landung ausgelegt. Seitenruder war keine gute Idee. Eieiei. Aber wir sind am Boden. Ich finde interessant, dass der Geschwindigkeitsanzeiger nicht bei 50 stehen bleibt. Ich weiß nicht, ob es in der Super Hornet tatsächlich so ist. In der normalen zeigt er nichts an unter 50. Und ich würde sagen, brauchen wir auch gar nicht weit rollen, sondern stelle mich einfach mal hier hin. Check. Triebwerke aus. Wüsste ich jetzt nicht wie. Geht nicht. Naja. Hackbremse weiß ich gerade auch nicht, wie ich sie wieder reinkriege. geht denn hier das Ding auf? Nein. Cockpit geht auch nicht auf, deswegen lassen wir es einfach dabei. Ja, es ist. Ich versuche gerade einen Vergleich zu finden. Ne? DCS ist halt eine Hardcore-Simulation der Module, die es da gibt, unter anderem eben der FA-18. Hier ist es halt ein Gag. Ja, man kann drin rumfliegen. Und ist deutlich schneller unterwegs als in der Cessna üblicherweise. Warum nicht?
So, und da sind wir im Cockpit des nächsten Fliegers. Und zwar sind wir in dem, ich glaube, er nennt sich einfach nur Volo City. Wie die Firma, die das Ding baut anscheinend oder plant zu bauen. Ein, ja, ein Volocopter, wie es anscheinend so schön heißt. Also, wie ihr seht, ein Helikopter mit ganz vielen Rotoren. Quasi eine große Drohne. Und ja. Das soll mal ein Lufttaxi werden. Ja. Zu der Idee selber sage ich jetzt erstmal nichts, das hebe ich mir für später auf. Ich finde interessant, dass Microsoft sich da mit irgendeinem Unternehmen zusammengeschlossen hat. Vielleicht hat Microsoft da auch da einfach Anteile dran. Das weiß man immer ja nicht so genau. Ich muss gerade gucken, ich spiele gerade an meinem Trimmrad rum. Mal gucken, ob wir gleich sicher starten können. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich bin wie immer blind hier reingegangen. Achso, das sind die ganzen einzelnen Dinger irgendwie. Gibt es denn hier eine Checklist? Ja, gibt's. Okay. Passenger Briefing. Ja, wir machen gleich einen wunderschönen Flug. Wir sind hier, wie ihr unschwer erkennen könnt, in Ägypten, in Kairo, ganz in der Nähe der großen Pyramiden, weil ich dachte, wenn man schon so ein tolles Gefährt hat, wo man auch mal langsam durch die Gegend schweben kann. Sollte man auch was Schönes haben zum Angucken. Die Türen sind zu. Es gibt auch. Ah, doch, hier, ja, sind zu. Angeschnallt sind wir auch. Anscheinend. LV Main Switch on. Altimeter Setting check. Master Warning Caution check for no-go. Kann man das hier nochmal zurücksetzen, bitte, die Kamera? Dankeschön. Okay, so, Upper Arm Switch armed. 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 Da geht's schon los. Navigation Lights on. Rope. On. Die könnten mal ihr Cockpit ein bisschen mehr beschriften. Das wird schon mal helfen, ne? Check for no-go, passt. Und damit sind wir anscheinend auch schon startklar. Na denn, dieses Display, sollte das vielleicht auch gehen? Kann man das anschalten? Okay, funktioniert zumindest bei mir nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber gut, dann fliegen wir halt ohne Cockpit. Warum nicht? Gib mal Gas. Okay, wir sind in der Luft. Da hinten sind die Pyramiden. Auf geht's. Okay, also es scheint. Also vielleicht, damit ihr seht, ich drücke gerade den Steuerknüppel einfach volle Kraft nach vorne und es verhält sich halt wie eine Drohne. Es kippt einfach nur bis zu einem bestimmten Winkel und ich bin gerade nicht sicher, ob ich überhaupt mit Schub irgendwas machen muss. Ich glaube nicht. Doch, wir steigen. Ich höre halt irgendwas hin und her klicken, ich weiß aber nicht, was es ist. Ja, also es fliegt sich auch. Ich sag mal so, ich könnte mir noch am ehesten vorstellen, dass das, wenn man es wie eine Drohne handhabt, auch für Laien bedienbar ist. Also, weiß nicht, wenn man erst ein Jahr lang Pilotenausbildung machen muss, um so ein Ding zu fliegen, dann werden das wohl viele nicht machen wollen. Aber wenn es halt so einfach geht und sicher genug ist, warum nicht? Ich glaube halt nur immer noch auch, also das scheint ja jetzt zwar nicht
nicht so doll zu scheppern wie ein echter Helikopter, aber ich glaube, die Lärmbelästigung ist immer noch nicht unerheblich. Und ich weiß nicht, ob die Stadtbewohner das so toll finden, wenn da ständig irgendwelche, ja, helikopterartigen Geräte bei ihnen rumfliegen. Da hinten übrigens nochmal Pyramiden sehe ich gerade. Aber vor uns die großen, die antiken Weltwunder. Oder das antike Weltwunder. Ich glaube, nur die große. Weiß nicht, zählen alle drei als Weltwunder oder nur die große? Weiß man nicht genau, ne? Ja, hier gibt es leichte Überflutung auf den Straßen, so wie es aussieht. Oder sind das schon sogenannte Wasserstraßen? Dieses Ding ist so langsam. So, und da sind wir bei den großen Pyramiden. Rechts ist die ganz große. Da seht ihr auch unten hier das Museum zur Pyramide. Auch der offizielle Eingang ist, wenn ich mich nicht täusche. Und hier die Sphinx. Links davon noch ein paar kleinere Pyramiden. Hier vorne die sogenannten Königinnenpyramiden, auch wenn da wahrscheinlich nie eine Königin drin beerdigt wurde. Oder bestattet, besser gesagt. Und ich muss sagen, ich habe die Schnauze voll von diesem tollen Velocopter-Dingsbums hier. Also, weiß nicht. Mir macht das gerade überhaupt keinen Spaß. Ich nehme es mal so hin und lande hier. Ja, und schau mir lieber die Pyramiden nochmal in einem richtigen Flugzeug an. Aber gut, es ist drin, es ist eine nette Spielerei, denke ich. Kann man mal machen. Warum nicht? So, und da sind wir mit dem nächsten Flieger unterwegs. Pilatus PC-6, ein Flugzeug aus der Schweiz. Deswegen sind wir hier zwar nicht in der Schweiz, aber zumindest schon mal in den Alpen. Und. Oder sind wir hier in der Schweiz? Weiß es gerade gar nicht. Hier in Courchevel, das ist diese berühmte tolle Landebahn, die so schräg ist. Und oh, ah, es ist auf einmal Winter geworden. So schnell geht das hier in den Alpen. Da wechselt das Wetter. Naja, ein Flugzeug aus den späten 50er Jahren, was aber tatsächlich bis 2000, ich weiß gar nicht, 17 oder so, also noch gar nicht so lange her, dass die Produktion erst eingestellt wurde. Und ja. Es ist kein VTOL wie das, was wir gerade geflogen sind, also kein Vertical Takeoff and Landing, sondern ein STOL, also ein Short Takeoff and Landing. Das sieht man auch ganz gut, finde ich. Es sieht aus, als hätte es einen riesigen Motor und riesige Flügel. Das spricht immer dafür, dass es dafür da ist, möglichst schnell zu starten und zu steigen. Und es spricht aber auch dafür, dass es wahrscheinlich eher langsam sein wird. Genau, hier in der Schweiz. Das Cockpit gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Man sieht, wir haben hier sechs Sitze hinten drin für Passagiere, die todesmutig hier aus dem Fenster schauen können. Hier vorne sieht es echt eng aus, vor allen Dingen habe ich die Sorge, meinen Kopf zu stoßen. Aber hier in der Schweiz wurde es eben viel wohl in der Bergrettung eingesetzt, ne? Also wenn man mal hier tatsächlich ja, jemanden Verunglückten von einem Berg retten wollte, sollte und das möglich war mit einer kurzen Start- und Landung, dann kann man eben dieses Flugzeug dafür einsetzen und muss nicht einen Helikopter nutzen. So wie immer habe ich absolut gar keine Ahnung. Oh, Schub haben wir. Guck, ob sich irgendwo was tut. Was ist das? Es gibt eine Rudertrimmung, es gibt Klappen. Das ist schon mal schön. Ja. Es gibt ein Prop Control, das ist auch gut. Fuel ist cut off. Jetzt nicht mehr. Irgendwelche Fuel Controls, was haben wir hier Schönes? Avionics.
Anti-Eyes. Opti-Eyes macht schon mal Sinn. Fuel-Pumps brauchen wir nicht. Es gibt einen Autopilot hier anscheinend. Heating brauchen wir nicht. Enough Strobe Lights, Ending Lights, Internal Lights, External Power haben wir nicht. Ignition. Start. Läuft an. Die Umdrehungen steigen langsam. Oh, ich bin schon ewig nicht mehr mit so einem Glascockpit geflogen. Aber hier ist nicht das Wichtigste. Hier sind die Engine-Informationen. Und ich habe, glaube ich, irgendwas vergessen. So richtig gesund klingt das Ganze noch nicht. Gut, dann eben die Checkliste. Fuel Shutoff Valve, ja, das könnte helfen. Wo ist es denn? Aha. Aber Emergency Fuel Control brauche ich doch nicht. Das hilft mir alles gerade nicht. Ignition on. Starter-Switch auf, Ignition auf. Ja, aber wenn ich die wieder ausschalte. Ah, oh, falsche. Dann war es das auch mit dem Motor. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mir Treibstoff fehlt. Ich weiß nur nicht. Vielleicht? Ah, ich glaube, das sieht schon besser aus. So, mein Tracker, ja, hat sich gerade verabschiedet. Aha. Okay. Oh je, ist der Motor so verzögert? Oha, das wird ja spannend. Also, wenn ich Schub gebe, dauert es irgendwie 5 Sekunden, bis der Motor reagiert. Das ist ja. Naja. Gut. Parkbremse. Parkbremse. Sieht hier auch sehr rustikal aus. Parkbremse. Okay. Mal gucken, ob wir hier rumkommen. Ah, den Zaun nur leicht gestreift.
Ich sehe nichts. Irgendwo geht's hier doch runter. Ja, genau da. Na denn. Wir können hier innerhalb von 10 Metern starten, gefühlt. Das ist schon. Ja, Short Takeoff and Landing passt wohl. Würde ich so unterschreiben. Ist, wie man hört, eine Turboprop-Variante. Wie man sieht, mit Glascockpit und vieles elektronisch anscheinend aufgepeppt. Kann man schon mal machen. Aber ist jetzt eben auch eher, ja, ganz nett. Aber ist zumindest für mich nicht so interessant, weil, ja, lange Flüge damit zu machen, irgendwie um mal quer durch Deutschland zu fliegen und mal sich die Welt anzuschauen, dafür ist es halt einfach nicht geeignet. Also Geschwindigkeit so 110 Knoten oder so, das ist, ja, da kann ich auch einfach lieber die Piper Arrow fliegen. Die finde ich viel sympathischer, da mag ich das Cockpit viel lieber. Weiß ich nicht. Ist, ich glaube, ist die gleiche Kategorie wie alle Flugzeuge in dem Sim-Update. Es ist ganz nett. Ja, es ist alles. Ich bin einfach nicht die Zielgruppe. Ja, wenn ich was im Flight Simulator fliege, möchte ich halt irgendwas fliegen, was möglichst realistisch sich verhält und mir eben das Gefühl gibt, wirklich ein Flugzeug zu fliegen. Die Dinger hier sind halt alle eher darauf ausgelegt, die Arcade-Flieger mit ihrem Xbox-Controller glücklich zu machen. Ja, verstehe mich nicht falsch, habe ich absolut nichts dagegen. Also wenn hier jemand mit dem Ding durch die Gegend fliegen möchte, mit einem Xbox-Controller in der Hand und einfach nur ein bisschen Spaß haben, habe ich gar kein Problem mit. Kann ich gut verstehen. Aber ist einfach nicht meine Zielgruppe. Von daher versuchen wir das Ding mal noch zu landen. Und ich mag einfach dieses Glascockpit auch einfach nicht. Ich weiß, es ist modern und schick und toll, aber ich finde so analoge Anzeigen so viel sympathischer. Weiß auch nicht, woran es liegt. Ich meine, es hat ja auch seine Vorteile. Ne? Kann ich hier mit meiner Anzeige so genau sehen, dass ich unterhalb der Schwelle lande. Würde sagen, das lassen wir mal so stehen. Sind solide gelandet und werfen noch einen kurzen Blick in die anderen Flieger, die noch dazugekommen sind. So, und die anderen beiden Flieger, die brauche ich euch, glaube ich, gar nicht zeigen, großartig, weil die kennt ihr schon. Das eine ist nämlich die X-Cup von Cup Crafters. Ein Buschflugzeug, das es schon länger im Flugsimulator gibt. Da gab es vor, ich glaube mit Sim-Update 6 oder 5, ich bin mir gerade nicht sicher, gab es da eine kleine Anpassung, dass es das jetzt auch mit Floaters gibt, also dass ihr auf dem Wasser landen könnt. Oder mit Skier für eben Schneeregionen. Und jetzt neu die Variante, die NX-Cup, die eben ein Bug Radfahrwerk hat, also nicht hier so ein mit dem Heck auf dem Boden rumeiert, sondern ja, wie viele moderne Flugzeuge heute eben ein vernünftiges Fahrwerk. Ich glaube aber für die Buschfliegerei ist das gar nicht mal so praktisch. Na gut, jetzt haben wir es eben. Genau. Und die andere Neuerung ist die Pitts Special S1S. Die Pitts Special S2S, beziehungsweise hier ohne Bindestrich damit, naja, gibt es auch schon lange im Flugsimulator, ist ein Flugzeug ja, um Kunstflug zu machen. Ist auch so gar nicht mein Metier, deswegen kann ich da gar nichts zu sagen. Aber die Variante gibt es jetzt auch als Einsitzer. Ist genau das gleiche Flugzeug, nur
eben als Einsitzer anstatt Zweisitzer. Gut. Wer es braucht. Insgesamt muss ich sagen, die neuen Flieger, ich finde es schön, dass Microsoft neue Flugzeuge hinzufügt, aber ganz ehrlich, das sind halt alles Arcade-Dinger, Werbegeschenke, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich bin damit nicht so glücklich. Ich hätte es cool gefunden, wenn sie sowas wie die Junkers U-52 uns geschenkt hätten, die es jetzt im Store gibt, oder wenn sie sich mal mit Just Flight oder so zusammentun würden. Stellt euch vor, sie hätten uns die CRJ geschenkt, ja, von Just Flight. Oder sie hätten uns die A320 NX geschenkt. Also sie gibt es ja schon kostenlos, aber ein Flugzeug in der Qualität. Das wäre mal was, Microsoft da. Na, könnt ihr mal drüber nachdenken für Sim Update 8. Aber so ist es halt einfach nur ganz nett. Muss man alles nicht haben. Ich bleib bei meiner Piper Arrow, wenn ich VFR fliegen will, oder vielleicht meiner Cessna. Und IFR. In nur Flugzeugen, die nicht von Microsoft kommen. Ist ein bisschen traurig, ist aber so. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen von den Fliegern, die jetzt dazugekommen sind. Könnt ihr auch gerne selber alle mal ausprobieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in der Luft bei regulären Flügen demnächst. Und ja, bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis dann.